Guten Morgen. Ich wollte euch mal die Möglichkeiten vom Wachswechsel zeigen. Da gibt es ja mehrere Varianten, wie man das machen kann. Ich muss mal hinsetzen, alte Frau. Wie man das machen kann. Ich benutze immer drei. Und ich kann euch noch eine Variante dann zeigen oder sagen, zeigen besser nicht, wie man es nicht machen sollte. Ich habe das hier mal so ein bisschen aufgebaut. Einen habe ich extra flüssig gelassen. Also einmal ist das hier das ist unser Hund, der schleimt sich hier gerade ein. Ist das der Wachs, der flüssig ist? Das sieht ihr hier oben. Na, weil mal hat man ja auch Lampen, wo es der Wachs noch erwärmt ist und man will trotzdem gerne wechseln. Und dann gibt es dafür einmal die Variante, diese Cotton Clean-Up von Sensi zu nehmen. Es gehen aber auch Wattepads. Na, die, wo man sich so wieder abschminkt oder abschminken kann, wie auch immer. Und die tut man einfach nur hier einmal rein. Ich gebe das hier mal ein bisschen lieber. Ich mache mal die Kamera runter. Man muss mich ja nicht sehen, die Lampe ist ja wichtig, aber man sieht mich leider immer noch. Also man nimmt diesen Clean-Up und dann taucht man den da rein, wartet einen kleinen Moment und dann saugt sich der voll. Seht ihr das? Also ich schaffe da immer so drei Lampen mit und noch eine Minilampe ungefähr. Aber wie gesagt, es gehen auch die günstigeren. Von überall her die Schminkpads. So. Und so sieht es dann aus, wenn das da raus ist und dann kann man jederzeit seinen neuen Würfel da reinmachen. Das ist die Variante mit flüssig. Es gibt bei flüssig auch die Variante, wenn ihr gerade ein neues Siphonrohr braucht oder ein neues Waschbecken eh einbauen wollt, dann kippt das Ganze flüssig ins Waschbecken und ihr kommt ganz schnell zu einem neuen Siphonrohr oder zu einem neuen Waschbecken, weil wenn das hart wird, dann wird das so Telefon. Ja, rufe ich gleich zurück. Weil wenn es hart wird, dann läuft auch kein Wasser mehr ab. Alles ausprobiert. Ich möchte jetzt nicht erwähnen, wer es bei uns getan hat. Ich möchte ja niemanden bloßstellen. Aber es gibt also den einen oder anderen. So, die nächste Variante ist, wenn der ganze Wachs fest ist. Da kann man ganz einfach ein Sensi-Bar nehmen. Den habt ihr wahrscheinlich, weil sonst würdet ihr keine Lampe haben und würdet keinen Wachswechsel machen wollen, wenn ihr keinen Wachs habt. Dann nehmt ihr einfach diese Kante hier von dem Wachsbar und geht hier einmal so an der Seite rein und macht so ein bisschen so eine runde Bewegung und dann toll, Vorführeffekt, ploppt das Ganze eigentlich da raus. Okay. Ich und meine Gruppenkollegin, es ist schon rausgeploppt. Und dann kriegt ihr diesen ganzen Placken da so in eins raus. Macht man am besten, wenn man eine Unterlage drunter hat, falls es dann doch mal bröselt, dass sich das nicht auf dem ganzen Tisch verteilt. Also, ne? Man ist ja lernfähig. Normalerweise. Ich nicht so. Gut, das wäre die Variante. Also den hat man ja immer da, weil den muss man ja da haben, sonst keinen Wachswechsel. Und dann gibt es noch die nächste Variante. Wenn das Ganze fest ist, dann hat man hier so einen Spatel von Sensi. Also wenn ich eine Bestellung oder so habe von jemandem, der noch gar keine Lampe hat oder seine erste Lampe kauft, lege ich da immer so einen mit rein. Das ist das gleiche Prinzip eigentlich. Man geht hier am Rand einmal und dann ploppt das Ganze auch so raus. Und mit der anderen Seite kann man das Ganze hier dann noch ein bisschen sauber machen. Wenn man jetzt ein Tuch hätte, könnte man das auch auskratzen, sozusagen. Also das sind die Varianten vom Wachswechsel. Und dann kann man ganz normal seine neuen Würfel in die Lampen verteilen. Ne? Das wollte ich euch einfach nur mal sagen, damit ihr wisst,
wie es geht. Ist kein Hexenwerk. Und ja, ich wünsche euch ein schönes sonniges Wochenende. Bis demnächst.